jetzt hier eine Declutter-Serie für euch. Und zwar, ich habe jetzt hier diese zwei Ordner und praktisch diese Kommode hier für euch zum Ausmisten. Okay, Eli. Hi. Und zwar, ich habe jetzt hier praktisch viele Puder. Das ist jetzt so mein Wegsortier-Spin. Und ich würde euch einfach gerne mitnehmen, zu zeigen, was ich praktisch hier aussortieren werde. Und werde Stück für Stück dann hier praktisch Produkte von dort und dort und dort hier mal hinlegen. Und dann werde ich anfangen zu decluttern. Decluttern ist mir sehr wichtig, weil ich einfach jetzt durch die neue Möglichkeit zum Sortieren, ich habe hier Sachen, die ich wegschmeißen möchte. Beziehungsweise ich tue die Sachen hier jetzt auf meinen Papierhaufen, damit man praktisch die Sachen aussortieren kann. Das sind jetzt hier so zwei Highlighter. Die habe ich noch gar nicht lange, aber die sind furchtbar ausgetrocknet. Die kann ich nicht mehr benutzen. Und es ist ein Blush-Stick, den ich lieber wegtun werde. Den habe ich jetzt auch schon ewig. Und Eli und ich machen jetzt eine kleine Nachtschicht. Was denkst du, Bubu? Und wir werden jetzt auf jeden Fall, stelle ich mal die Kamera neben mich und ihr könnt dann praktisch sehen, wie ich das sortiert habe und so. Und wir gehen durch alle Schubladen. Viel Spaß! So, meine Lieben, das wird natürlich ein längeres Video. Ich habe hier schon angefangen, ein paar Sachen auszusortieren. Ich versuche, die Kamera gut für euch zu positionieren. Und zwar folgendes. Ich habe jetzt hier die auf jeden Fall die Crushed Foils, die von L'Oreal. Meine MAC Highlighter, die sind noch mega gut, auch mega hübsch von meiner letzten LE. Und ich habe hier noch die Malaika Raiz, Catrice. Ich habe einfach viele Sachen, die ich gerne durchschauen möchte und ich will euch da ein bisschen mitnehmen. Das ist ein ganz, ganz toller Highlighter. Das ist so ein richtig, sehr hell. Das ist einfach so, der ist sehr hell, aber der ist sehr glitzerig. Den behalte ich aber. Ich habe jetzt hier praktisch so ein paar Rouge, Radiant Rouges praktisch. Dann habe ich hier noch so eine komplette Palette da, die ist auch richtig schön, aber einfach, es muss halt einfach alles sein Maß irgendwo behalten. Dann habe ich hier noch ein paar Paletten, die ich halt definitiv weiter benutzen werde. Die sind wirklich super gut. Und eine Limited Edition von einer Nussknacker MAC Edition, die habe ich mir mal so gekauft online, weil ich die einfach mega, mega schön fand. Und die passen jetzt einfach so gut dahin. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, Blushes muss ich jetzt auch, das ist ein Highlighter, den behalte ich auf jeden Fall. Es wird natürlich hier mal so, also es ist mal mehr oder weniger weggeschmissen natürlich. Ich habe hier die zwei Sleek Paletten, das wäre einmal die Highlighting Palette Copper und einmal die Sultress. Ich behalte die auf jeden Fall. Die sind aber zum Beispiel jetzt schon wieder zu viel. Ich lege das mal hier hin. Dann habe ich hier Blushes von LA Girl. Die kommen jetzt auch auf einen extra Haufen, weil ich praktisch die separieren möchte. Bronzer, der ist sehr, sehr cool. Das ist so ein Puder-Bronzer von Rival de Loop. Der ist auch richtig schön. Ich will so ein bisschen trennen. Das ist so ein aus einer Gold Waves Edition von Kiko. Und ich habe jetzt hier, ich mache mal die Kamera etwas hoch, habe ich nochmal so eine Aufbewahrung. Das sind meine Becker Highlighter. Leute, das ist eine Schande. Ich habe die schon ewig nicht mehr in der Hand gehabt. Das ist einmal der Champagne Pop und einmal der Opal. Ich möchte mir halt auch so eine kleine Aufbewahrung auf dem Tisch machen, wo ich praktisch mehr nutzen möchte. Daher werde ich diese Sachen einfach darüber legen, ja, und die werde ich später dann in den etwas geleerteren Bin füllen. So, dann habe ich hier noch Blushes von der MAC-Kollaboration mit Patrick Star. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Ich mache jetzt hier komplett Blushes. Ich weiß gar nicht, wenn die Leute die kladdern, macht ihr nicht eure Schubladen sauber. Also ich habe jetzt bei Shinex auch so oft gesehen, die knallt dann wieder die ganzen Sachen wieder rein. Ich finde das furchtbar, weil da habe ich dann irgendwie nichts gewonnen. Den behalte ich natürlich auch. Das ist die Farbe Coral Sunset. Die könnt ihr sogar noch immer noch finden. Meine ganzen Milani Blushes, muss ich euch gestehen. Ich habe die sehr, sehr selten in der Hand, aber die sind unfassbar schön. Das ist sogar noch ein Highlighter. Das ist einer von Too Faced. Der wird behalten. Der kommt einen Stock tiefer. Wir machen das jetzt hier so ein bisschen parallel. Dann haben wir hier den Prismatic Luminizer. Das ist der Putty Highlighter. Der wird safe behalten. Der kommt hier hin. Und dann haben wir noch
ein Luminizing Powder. Das ist praktisch einfach so ein, ja, kein Highlighter, sondern so ein bisschen so ein seichterer. Der wird behalten, aber kommt in eine Puderabteilung, weil das einfach sonst zu viel wird. Hier haben wir praktisch auch wieder Rouge. Das sind alles so Rouges. Das ist Physicians Formula. Und hier haben wir Physicians Formula. Milani zum Beispiel. Milani habe ich eigentlich fast jede Farbe. Ich benutze die auch als Lidschatten. Und das tue ich tatsächlich, weil es einfach ganz, ganz toll ist von der Qualität her. Jetzt haben wir hier alles in Ordnung. So, wie gesagt, die beiden behalte ich hier vorne. Jetzt schauen wir mal, jetzt füllen wir mal diesen Stack. Das ist praktisch Highlighter. Die Blushes räume ich wieder darüber praktisch in dieses Abteil. Ich zeige euch dann später, wie die letztendlich aussehen. Weil ich möchte natürlich kein Platz verschwenden oder so. Also das wollen wir nicht. Dann haben wir hier. Dann fange ich mal an mit diesem Teil hier. Das da werde ich komplett ausräumen. Das sind Gesichtspuder und alles Mögliche. Und dann werden wir die einfach mal verteilen. So, das ist praktisch diese Acrylbehälter. Diese Acrylbehälter sind von IKEA. Da gibt es sogar noch eine Trennung, wo ihr praktisch Lippenstifte reinmacht. Aber das brauche ich natürlich nicht, weil ich muss diesen massiven Berg erstmal abarbeiten. So, ich stelle euch mal hier hin und zeige euch mal, was ich jetzt hier alles habe. Der Kiko Bronzer von dieser LE, ich glaube, das war Jelly Jungle. Auf jeden Fall wird er behalten. Ich versuche jetzt mal hier drüben, mir das mal einzusortieren, was ich behalte. Und wie gesagt, was ich jetzt woanders wegsortiere, tue ich in diesen Bin. Dann habe ich hier noch die Gold Waves Highlighter. Das sind ja so Illuminating Bronzer. Die behalte ich definitiv einmal im Matt und einmal Illuminating. Die beiden auf jeden Fall behalten. Hier ist noch der Beige Storm. Das ist ein so schöner Highlighter. So schöner Bronzer. Der wird behalten. Ich stelle euch mal hier hin. Das ist wahrscheinlich leichter für euch. Dann könnt ihr beides sehen. So. Dann haben wir hier natürlich so ein paar Stacks. Also dann habe ich hier diese Glorious. Leute, die sind super geil. Wenn ihr die noch bekommen könnt, die sind 50% reduziert teilweise, wenn ihr noch bei Love eine Aktion abbekommt. Das ist natürlich mega cool. Dann habe ich hier Blush Kits und zwar Contouring, Cream Contouring und Blush Kits. Das sind Bronzer Kits. Die werden definitiv behalten, weil die sind wirklich mega gut. Das Cream Contouring auch mega gut. Benutze ich sehr, sehr häufig, wirklich. Und Blushes, die sind wirklich mega schön. Die sind auch von der Farbgestaltung her so wie die ich glaube, Radiant oder Sugar von Anastasia Beverly Hills. Also sehr, sehr gute Qualität. Da habe ich damals auch, ich habe hier zum Beispiel auch Highlighter. Die würde ich gerne in diesen Highlighter-Stack tun, den ich ja hier schon hatte, weil praktisch da eine Schublade draußen stehen soll. Der arme Hund, der wird belagert. Und ja, jetzt muss man ein bisschen so zusammentragen. Also, dann habe ich hier den Ultra Bronze. Auch ein sehr, sehr schöner Bronzer, aber ein bisschen hell. Den werde ich mal wieder wegsortieren. Die Mega Glow Contouring Palette, muss ich sagen, fand ich jetzt nicht so gut, weil die sehr, sehr chalky sind. Das heißt, praktisch sehr, sehr stark so kreidig wirken. Dieser Bronzer, der Shit, sage ich euch, und der auch, der wird definitiv in meinem Standard bleiben, weil ich die definitiv häufig und fast täglich raushole, wenn man nicht das. Dann der Matte Bronzer von Essence, mega geiles Produkt und Leute, der riecht so himmlisch, der ist bestimmt schon ein halbes Jahr alt und riecht immer noch. Dann habe ich hier zum Beispiel Lidschattenpaletten, das ist das, was ich meine, die will ich natürlich jetzt nicht in meiner Gesichtsabteilung haben, das heißt, die werden zur Seite geräumt. Blushes, Blush Crush von Lottie London fand ich auch sehr gut. Die kommt in meine, da hinten praktisch, in meine, da habe ich praktisch jetzt so Colourpops drin. Da habe ich Dings Blush. Das ist jetzt das, was ich auf den Tisch stellen will. Und praktisch das. Mein Hund hat sich übrigens verdünnerisiert. Der schläft jetzt vorne. Und da diese Sachen kommen dann praktisch, das sind halt meine Highlighter, die ich jetzt nicht immer auf dem Tisch haben möchte, weil ich sie halt auch nicht immer in der Hand habe.
das sind die Highlighter, die ich definitiv auf dem Tisch haben möchte. Die sortiere ich aber mal woanders hin. Der Ofra Highlighter in Pillow Talk ist super hell, wird sozusagen jetzt mal weggetan, weil ich den nicht auf dem Tisch haben möchte, weil er einfach viel zu hell ist. Dann haben wir den Rival de Loop Highlighter, sehr, sehr schön. Der will ich safe auf dem Tisch haben. Über die Bronzer von Too Faced braucht man sich überhaupt nicht unterhalten. Die sind so geil, also die behalten wir definitiv. Hier der Chocolate, oh, ich liebe die. Dann die beiden werden safe behalten. Das sind Make-Up Revolution Rose Gold Glow. Leute, das ist so krass, wie die... Also das sind Highlighter, Next Level, also wirklich. Die sind so unfassbar geil. Also die beiden werden auf jeden Fall behalten. Und den benutze ich tatsächlich als Blush-Topper. Das ist so ein bisschen Rose Gold und ein bisschen Peachy. Die gefallen mir beide mega gut. Dann habe ich hier Morphe Highlighter. Das sind praktisch diese richtig mega krassen Highlighter von Morphe. Und davon habe ich 4 Farben. Das war jetzt die Farbe Lit. Die habe ich sehr häufig im Gesicht. Dann haben wir die Farbe Extra. Das ist auch eines meiner ersten. Das war die erste, die ich gekauft habe. Und ich gucke mal, ob ich euch das zeigen kann. Der ist wunderschön. Also wenn ihr den mal bei Beauty Bay kriegen könnt, könnt ihr absolut nichts falsch machen. Oh mein Gott, mein Teppich sieht furchtbar aus. Das ist übrigens ein Poco-Teppich von der Daniela Katzenberger Edition. Sehr, sehr geil. Also wie gesagt, die behalte ich safe. Also das ist sicher. Es fallen aber noch ein paar Sachen raus hier. Das ist sicher. Das ist die Farbe Spark. Ist auch sehr schön. Ihr seht ja, ich habe da schon ordentlich rumgewurstelt. Und das ist die Farbe Mirage. Aber die ist ein bisschen dunkel. Aber die behalte ich, weil die habe ich jetzt im Sommer sehr viel getragen. Nur halt jetzt nicht. Dann haben wir hier ein Anastasia Beverly Hills Blush Kit. Die wird safe behalten, weil die wirklich mega schön ist. Die kommt auf den Tisch. Die Matte Bronzer, die Bronzer von NYX Cosmetics, sind wirklich eines der schönsten, die ich habe. Sind wirklich sehr schön zum Auftragen. Ich muss allerdings gucken, dass ich die in so... Ich habe jetzt mal hier so ein paar Puder hingelegt und so. Das sind halt die Puder, die jetzt nicht immer da sind. Sind super schön, aber man muss natürlich auch mal ein bisschen cutten, sonst wird man irre. Und ich habe jetzt mal die einfach in so... Und das ist übrigens eine Geschenkpackung von, ich glaube, von Body Shop oder sowas. Aber wirklich eigentlich ein sehr schönes Produkt. Aber ich muss jetzt ein bisschen auf meinem Tisch sozusagen ausmisten. Dann habe ich hier noch Blushes. Die kommen darüber in die Blush-Abteilung. So, dann haben wir einen eingepackten Pure Glow. Das ist praktisch mein Backup von dem Highlighter. Den kann ich euch zeigen. Der ist nämlich oben in meiner Schublade. Das Backup kommt natürlich in die passende Schublade davon. Die Master Chrome Highlighter, das ist ein Produkt. Ich glaube, ich werde mich davon trennen oder es weitergeben. Das ist ein Ofra Bronzer. Ich kann damit gar nichts anfangen. Der ist sowas von furchtbar glitzerig. Mir gefällt der überhaupt nicht. Dann haben wir hier einen Marble Highlighter, sehr, sehr schön, ist von der Wanted Sunset Dreams. Den habe ich auch mal von der Heidi gekriegt, der ist richtig toll. Dann, den werde ich mich trennen, das ist so der Stay Cool Llama Highlighter, der hat mir gar nicht gefallen. Hier ist ein Master Chrome. Die Master Chrome Highlighter sind wunderschön. Also das ist ja von meiner Lieblings-YouTuberin Tati der Lieblings-Highlighter. Und der ist so buttrig, oh mein Gott, der ist wunderschön. Der wird safe behalten. Und der ist auch richtig geil. Also wie ihr seht, man kann halt wirklich sehr schnell sagen, so und so und so, das möchte ich jetzt nicht mehr, weil einfach ihr nach einer Zeit einfach echt von allem sehr viel habt. Das ist ein ganz toller Bronzer, ein Schimmerbronzer von Elf, den behalte ich. Das ist ein tolles Squad. Ich habe noch mal eins davon hier drunter. Und da habe ich jetzt einmal die Matte und einmal die Glow-Version. Und Leute, das sind wirklich beides geile Produkte. Schaut euch Elf einfach an, mega günstig.
sind wirklich sehr cool. Go for the Glow liebe ich unnormal. Und zwar nehme ich den mittleren Ton als Blushtopper. Und den habe ich schon diverse Male benutzt und bin sehr, sehr begeistert davon. Der kommt allerdings jetzt nur mal zur Seite, weil er einfach jetzt ein bisschen stört. Ups, ich habe die Kamera umgeschmissen. Dann habe ich hier den Tropical Heat Bronzer. Der ist wirklich sehr gut. Also ich mag ihn unheimlich gern. Er ist allerdings jetzt ein bisschen hell natürlich. Und welchen ich sehr, sehr liebe, ist dieser Flamingo Bronzer. Ich werde die beide aber auf meinen Alltagstisch packen, weil die riechen sehr gut. Und bevor sie mir halt kaputt gehen, nehme ich sie natürlich auf meinen Tisch. Dann die Dream On Highlighting in Bronze Palette. Die werde ich wegschmeißen, weil die einfach schon mega lange mein Besitz ist und einfach mir zu gefährlich ist, die zu behalten. Die kommt jetzt direkt in den Müll. Und dann habe ich hier noch Highlighting Drops. Das sind diese von Radiant Glow Sparkling Drop von Rival de Loop. Mega geil. Da, also für Puder Highlighter und so habe ich jetzt was extra gemacht. Zum Beispiel so lose Puder. Dann habe ich hier den Colourpop Highlighter Booming. Den behalte ich auf meinem Tisch, der ist richtig geil. Da ist noch ein Translucent Powder von Avon. Sehr, sehr cool, aber benutze ich sehr selten. Und dann hatte ich hier eine Festival Mood Contouring Powder Palette. Leute, ich liebe die. Die habe ich unfassbar, seht ihr das, total oft benutzt. Die wird auch weiter benutzt und aufgebraucht. Das wäre schade. Dieser Prismatic, ich weiß auch nicht, was das ist. Ja, der gibt kaum Farbe ab, der kommt weg. Seht ihr, wie krass ich dran rubbeln muss und es kommt einfach nichts weg. Da lohnt sich das nicht. Die haben sogar nur, die haben 12 Euro gekostet. Eigentlich eine Frechheit. Sah nicht gut aus. Dann habe ich hier einen ganz, ganz tollen Blush. Der kommt aber in meine Schublade zum Aufsammeln. Dann habe ich hier noch Blushes von Love. Die habe ich von der Heidi gekriegt. Da finde ich jetzt zum Beispiel nur den hier schön. Das ist halt so voll verfälscht durch das Licht. Das ist hier so ein bräunlich-beige und das ist so ein Rose Gold NARS-mäßiger. Ich werde den oben belassen in meinem Alltagsdeck und den werde ich zurücktun, dass der praktisch wieder verräumt ist. Dann habe ich hier einen Glow Fusion Highlighter. Mega schön, behalte ich oben. Das ist auch wieder ein Puderprodukt, der Chocolate Bronzing Powder. Auch richtig schön, aber tue ich jetzt hier in Puderkonsistenzen. Einen Mini Becker Highlighter in Vanilla Quartz. Den benutze ich für Inner Corner Highlighter. Deswegen, leider ist, obwohl ich Hatice Schmidt echt gerne mag, für mich nicht die Möglichkeit, den zu kaufen, weil ich einfach denke, dass ich ihn nicht tragen kann. Und dann ist es für mich, sage ich mal, ein bisschen verschwendetes Geld. Und diese beiden werde ich natürlich auch behalten. Das ist, wie gesagt, die Soul Tree und die, wie heißt die? Copper Plate. Genau. So, jetzt haben wir eigentlich schon alles fertig. Hier ist noch so ein Puder, das liebe ich. Wird aber in eine extra andere Puderschublade gepackt, weil einfach es sich nicht lohnt, alles zusammenzustopfen. So, dann haben wir den Teppich schon sauber und jetzt machen wir die nächste Schublade. So, dann machen wir mal weiter und zwar, ich habe hier meine ganzen besten Puder und so und zwar zeige ich euch die mal geschwind. Das ist praktisch eine super Möglichkeit, die aufzubewahren und zwar ist das eine Tasche von Amazon, ja, und ich habe praktisch hier meine ganzen Jouer Blush Kits, also Blush Kits und meine ganzen Bronzer und sowas habe ich von Jouer alle hier drin. Ich muss auch sagen, für Urlaub oder so nehme ich die direkt mit. Mein Fenty Highlighter zum Beispiel, den benutze ich ja auch täglich. Mein Brighten Up Powder. Hier, das ist dieser Highlighter, den ich euch gezeigt habe. Der ist so heftig. Der ist einfach so heftig. Der hat auch die perfekte Farbe für mich. Natürlich fett ein Fenty Beauty Dupe, obwohl ich die wirklich sehr gut finde. Dann hier meine Hourglass Powder, welche ich auch sehr, sehr gut finde, sind die ganzen Catrice Blushes, die neuen, diese Blushboxen. Dann muss ich euch sagen, ich habe hier von Pixi ein Pixi Glow zugesendet bekommen. Sehr, sehr schönes Produkt. Ist ein bisschen teuer, aber ich muss euch sagen, benutze ich jeden Tag. Dann Pixi by Petra, das ist ein so kranker Highlighter, der ist wunderschön. Der ist nass und richtig, richtig schön. Und ein Perfecting Powder von Love Cosmetics habe ich jetzt auch.
Das nehme ich halt immer, um meinem Gesicht noch ein bisschen Glow zu verleihen. Und das ist wunderschön. Das bleibt halt so auf dem Tisch, wie es ist. Und jetzt wenden wir uns mal dem hier zu. Das ist praktisch komplett meine Foundations und alles, was man so auf dem Tisch rumfahren hat, ja. Was man so täglich braucht. Ich habe die Foundations alle durchgeguckt. Foundations, die ich wirklich täglich benutze, sind die Urban Decay All Nighter. Natürlich meine LA Girl. Die Fenty Foundation habe ich jetzt auch schon ein paar Mal benutzt. Mega geile Foundation. Dann die Can't Stop, Won't Stop. Ich liebe sie. Ich weiß nicht, was andere dazu denken, sagen oder was auch immer. Diese Primark Lidschattenpaletten kommen jetzt mal weg. Ich liebe die, ich finde die wirklich sehr gut, aber ich brauche jetzt nicht 100 Stück. Und diese Bronzer von BH Cosmetics kommen jetzt in meine Puderabteilung da hinten. Hier das Sun Glow Mattifying Powder in der New Shade Universal Bronze, sehr geiles Produkt. Und das Bronzing Powder von Vivaldi Loop, auch sehr, sehr gut, kann ich euch nur ans Herz legen. Und hier habe ich solche Glow Bronzer, die will ich jetzt, das sind Glow, einfach Glow Produkte. Die würde ich jetzt gerne wegpacken, weil einfach ich wieder ein bisschen durchswitchen möchte von Produkten. Und deswegen sind die jetzt einfach auch wieder aus der Mode. Die müssen jetzt mal raus. Mein Fixierpuder, das Bronzing Drops, die packe ich jetzt hier mal rein. Und das ist mein Eye Primer. Leute, das ist dieser Core Eye Primer von Revolution Pro. Ich liebe den. Der bleibt aber safe hier drin. Und dann haben wir schon wieder das nächste Fach frei. Neu in meinen Tisch, praktisch mein Alltagsding, möchte ich diese Colourpop Eyeshadows und beziehungsweise diese Colourpop Chic Produkte nehmen. Die sind einfach mega geil. Es sind auch noch, es ist auch eine große Lieferung von Colourpop auf meinem Weg zu mir, weil ich einfach sehr begeistert bin von den Produkten. Welches definitiv auch auf dem Tisch bleiben wird, ist die Lights Up. Das ist diese LE von Catrice, die finde ich auch sehr, sehr gut. Die bleibt auf jeden Fall auch auf dem Tisch. Und dann räume ich jetzt mal hier alles weg und hole die nächsten Schubladen. So, und dann geht es bei den Blushes weiter. Also, ich habe eine ganze Schublade an Blushes, die praktisch ich so selten benutze. Und da muss jetzt radikal aussortiert werden. Diese Blushes, die werde ich alle beseitigen, weil die habe ich einfach schon so lange. Das sind so Einzelblushes, die werde ich im Leben nicht benutzen. Jetzt gehe ich mal hier so ein bisschen hervor. Ich habe leider sehr viele ältere Produkte. Ich habe hier so Limited-Produkte von Kiko. Diese Farbe, ich weiß nicht, wann ich sowas tragen sollte. Das ist so schwierig. Die werde ich weggeben. Und die kommt in die andere Box. Also ich habe Freundinnen, die sind halt sehr blond, die können das viel besser tragen wie ich. Dieser Matte Touch Blush, wunderschön, mega, mega schön. Auch eines der besten Formulierungen aus der Drogerie, wirklich geil. Dann habe ich hier einen sehr, sehr hellen, der wird weggegeben, der ist zu hell. Also jetzt wird es ein bisschen radikaler. Das sind sehr tolle Blusher, die waren aus einer LE, die sind wirklich sehr schön. Lassen sich auch ganz leicht auf der Haut auftragen, haben mir sehr, sehr gut gefallen. So, der andere ist auch sehr, sehr schön. Der ist wirklich sehr zartrosa und sind aber jetzt ein bisschen berry-untertonig. Das heißt, ich kann die auch tragen, Gott sei Dank. Das wird ein sehr langes Video, Leute, aber ich glaube, das macht auch mega Spaß. Mir macht das auch fett Spaß. Dann habe ich hier einen Minerals Blush, der zwar sehr hübsch aussieht, aber ich einfach nicht benutze. Der kommt weg. Dann habe ich einen Mosaik Blush, die von Essence behalte ich alle, weil die mega gut sind. Dann habe ich hier einen Kiko Blush, der sehr, sehr schön ist. Der hat so einen richtig tollen Terrakotta-Ton, den behalte ich, die ist ein bisschen glitzern. Dann habe ich hier einen Defining Blush, der ist schon mega alt, seht ihr, das ist so voll eklig, weg. Dann habe ich hier einen Vivid Baked Blush. Die sind alle sehr, sehr schön. Das sind die von Makeup Revolution. Diese etwas schimmernden mag ich eigentlich. Ich mag das total, weil das gibt eurem Gesicht noch voll viel Leben. Wir haben es auch bald geschafft.
weil es ist wirklich, wenn ihr die Möglichkeit habt auszusortieren, dann macht es gleich. Die werden auch alle behalten. Das ist auch ein ganz toller Ton. Den könnt ihr so gut auf der Wange auftragen. Und das sieht nicht so krass lila aus wie in dem Pfännchen hier. Dann habe ich hier noch ein Mosaikblush in so einem Aprikot-Gold. Total geil. Sieht wirklich schön aus. Dann habe ich hier noch einen Blush, den ich auch sehr, sehr oft benutzt habe. Das ist so ein richtiger Flamingo-Ton. Seht ihr das? Total schön. Der darf auch bleiben. Diese kleinen Blushes, wie gesagt, kommen absolut weg, weil ich damit gar nichts anfangen kann. Ja, das war eines meiner liebsten Blushe, Leute. Und der muss weg. Der ist einfach schon uralt. Der ist ekelhaft. Den habe ich jetzt bestimmt schon 8 Jahre oder so, mindestens. Dann habe ich hier noch einen P2 Blush, der überhaupt nicht mehr geht. Der ist so trocken und so. Egal wie schön die Verpackung ist, es kommt jetzt weg. Ich habe keinen Bock mehr, weil dann kann ich hier nämlich was anderes einsortieren. Hier, ja, also das ist eigentlich ein super schöner Highlighter, aber der ist so schmutzig. Ich behalte ihn, aber ich benutze ihn nicht so gerne, weil er halt einfach zwar sehr schön ist, aber einfach so messy, echt. Dann habe ich hier noch Alverde Blushes. Alverde Blushes finde ich super schön. Also ein wirklich geiler Blushes. Also den würde ich behalten. Diesen Mauve-farbigen, es kommt immer drauf an. Nee, der ist ausgetrocknet. Das spürt ihr auch einfach, wenn ihr praktisch drüber geht. Das ist, da kommt halt null Farbe mehr raus. Das kommt weg. Dann habe ich hier noch einen Ombre Blush. Kann ich mich noch nicht entschließen. Aber bleibt jetzt erstmal. Der Matte Touch bleibt. Ah, der Powder Blush kommt weg. Der ist mega alt. Der ist schon 3-4 Jahre alt. Dann die Metal Chromes, davon habe ich tatsächlich Backups, weil die sind wunderschön. Das sind ganz, ganz tolle Bronzer, Blush, Highlighter, total geil. Dann kommen wir zu den Trend It Up Produkten. Ja, da gibt es, also sind super schöne Farben, also das ist halt, sind schon etwas älter, aber die sind wirklich sehr gut aufbewahrt bei mir. Dann hatte ich noch die Farbe 040, die kommt weg, weil der ist so ziemlich ausgetrocknet. Dann habe ich die Farbe, die ist relativ neu, die 050, das ist so ein bisschen seichteres, helleres Peach und das ist so ein NARS Orgasm Package Dupe, der wirklich mega schön aussieht. Das ist so ein Rot mit so goldenen Reflex, seht ihr das? Einfach mega schön. Dann tue ich mal einen Alltagsdraw und dann habe ich hier noch ein Cream Blush, ja, der wirklich unfassbar gut sich ausblenden ließ. Und der ist auch noch sehr gut, den behalte ich, weil der gefällt mir. Von der I Want Candy LE, da muss man mal gucken, wie die Perlen sich gehalten haben. Den behalte ich erstmal. Leute, mein Hund hat gefurzt, hier stinkt es des Todes. Oh Lord Jesus, mein Hund gammelt von innen. Dann habe ich hier die Sueva Gel Whatever Highlighter oder wie auch immer man sie nennen mag, ja. Man trägt die so auf und dann habt ihr einfach so einen Glow. Seht ihr das? Das sind so Jellies. Ich mag die sehr gerne. Ich trage die, kann ich zum Beispiel auch als Primer benutzen. Dann habt ihr so also eine richtig tolle, glowige Unterlage. So, jetzt sind wir schon mal einiges losgeworden. Jetzt versuche ich das ein bisschen anständig auf. Das ist so schwierig. Und diesen Make-up Revolution Blush, den gebe ich weg, weil Leute, ich kann mit so einer billigen Verpackung echt nichts mehr anfangen. Da kriege ich Zustand, wenn ich das als Make-up bezeichnen muss. So, jetzt mache ich mal kurz meine Finger sauber. So. Okay. Und dann habe ich hier noch 3 wunderschöne Blushe von der Culture Spirit. Die behalte ich safe, weil die sind echt mega, mega schön und die funktionieren immer noch mega gut. Den NARS Orgasm Blush Fälschung behalte ich auch. Sortiere ich ein bisschen. Und ich werde jetzt praktisch diese Sachen, die hier übrig sind, die ganzen losen Highlighter, da auch noch mit reinpacken, weil das bietet sich jetzt einfach an. Da ist jetzt auch Platz dazu gekommen.
Das sind praktisch so lose Highlighter von Primark. Die sind auch sehr, sehr gut. Das sind auch, das ist ein rosa. Ich benutze die halt auch Inner Corner. Das sind auch sehr, sehr schön. Und die nächste Schublade sauber. Und jetzt mache ich etwas, was mir sehr, sehr schwierig fällt. Ich hatte einen Jeffree Star Cosmetics Highlighter. Und Leute, der ist schlecht. Der ist schlecht geworden. Das war die Collab mit Manny MUA. Irgendwie ist der ganz komisch. Der ist zwar irgendwie... Ich kann... Also seht... Warte, ich versuche euch mal das zu zeigen, ja? Ich zeige euch mal, was ich meine. Seht ihr, wie der krümelt? Also für mich ist das einfach... Ach, der läuft mir überall weg. Der hat mich 30 Euro gekostet, Leute. Den habe ich so gerne benutzt. Aber irgendwann hat der total umgeschlagen. Ich würde mir jetzt auch nie wieder einen Jeffree Star Highlighter kaufen in der Form. Zumal der auch mit Manny MUA ist und ich eigentlich nichts mehr davon möchte. Ich fand es einfach eine ganz komische Aktion alles, diese ganzen Kontroversen. Und ich will einfach jetzt auch gucken, dass ich wirklich nur Produkte noch supporte, die ich haben will. Dann habe ich voll cool, ich habe den mal von der Alida gekriegt, das ist der Catrice Caviar Gouge. Das ist ein, wir haben es damals genannt, der Eimer-Highlighter des Todes. Und Leute, das ist genau dasselbe wie das, wie der, wie dieser Moon, wie dieser, wie heißt der? Eclipse. Und der ist einfach mal so geil. Der hat sich seit Jahren geholt. Der hat jetzt eineinhalb Jahre, ein Jahr jetzt, solange wie ich die Alida jetzt auch kenne. Und mega geil. Der hat mir gut gefallen. Die ganzen iHeart-Make-up-Dinger, die bleiben safe, weil ich liebe die. Aber fein. Und der schönste für mich ist Goddess of Love. Raffas Plastic Life liebt den auch unnormal. Der kommt auf meinen Tisch, weil ich den unfassbar liebe. Den werde ich jetzt weggeben, weil einfach die Jewelry Routine, die funktionieren bei mir jetzt auch nicht mehr. Was ich auch weggeben werde, ist dieses Palette-Ding. Das ist irgendwie auch sowas von kreidig und so. Das ist so schlimm. Das gibt es nicht mehr. Dann habe ich noch den Highlighter Radiant Light. Ja, der ist eigentlich prinzipiell nicht hässlich, aber der ist so hart gepresst, da... weiß ich jetzt nicht, ob ich dem was abverlangen kann. Es ist aber so ein sehr hübscher Highlighter. Ich werde dem nochmal eine Chance geben und ihn mal in meine Alltagsschublade packen und schauen, ob der mir was taugt. So, nächste Schublade sauber. Oh wow, wir sind schon bei der letzten Schublade. Und zwar sind das alles meine Glitzer und Pigments und Liner und so weiter. Und ich gehe jetzt mal mit euch so ganz grob durch, was ich da habe und was safe bleiben wird und was vielleicht einfach raus muss, ja. Beziehungsweise kann ich euch so ein paar Empfehlungen machen, weil ich habe jetzt schon echt viel rausgeschmissen hier. Aber es gibt hier ein paar Sachen, Leute, die muss ich euch echt empfehlen. Also, ich habe hier von der Nights to Remember LE von Rival de Loop habe ich so Pigmente geholt. Und zwar, Leute, die sind so schön. Unfassbar. Die sind, das sind Pigmente, das sind praktisch keine Glitzer. Die sind unfassbar schön. Ich habe da einige von gekauft für ein paar Cent, wirklich, ja. Und die behalte ich safe, weil ich habe da von jeder Farbe 2 oder 3. Ich habe sogar noch welche geschenkt bekommen. Dann habe ich eine ganz tolle Glitzerpaste, die Loose. Ja, das sind... Oh, Moment. Das ist so eine Schmalerei. Also das sind diese losen Dinger von Catrice. Die sind so schmutzig. Ja, da müsst ihr, das ist halt so ein bisschen das Problem an Glitzer. Ja, da müsst ihr gut mit arbeiten können. Und ohne, sage ich mal, einen gescheiten Primer würde ich das eh lassen. Ja, seht mal, voll ekelhaft, der Jeffree Star Highlighter. Seht ihr, wie voll der ist. Oh mein Gott. Den Glanz hat er nicht verdient, der Highlighter. Dann haben wir hier von einer P2 LE und zwar waren die richtig toll. Das waren so, so auch so Pigmente mit so einem Streuer und da bin ich speziell wegen dieser Farbe hingegangen, weil das ist so ein Braun mit Grün changieren. Den hat mir die Alida empfohlen und der ist richtig toll. Das erste, was ich wahrscheinlich raustun muss, weil einfach das vom Alter her gar nicht mehr geht, beziehungsweise weiß ich es gar nicht, weil ich habe die jetzt ewig nicht mehr in Hand gehabt, das sind diese... Wie nennt man die denn? Color in La Couleur Infallible. Das sind total cremige Lidschatten. Oh mein Gott, Leute, guck mal. Also, die sind noch genauso buttrig, wie ich damals, als ich getanzt habe, früher. Mein Gott, schaut euch das mal an.
Also das sind wirklich die Oldschool L'Oréal Produkte. Den kann ich nicht wegschmeißen. Der ist ja mega schön. Also es geht hier um bei dieser, die klettern nicht nur, dass er sinnlos wegschmeißt, sondern einfach mal durchgeht. Bei dem denke ich, dem werde ich mich entledigen, weil der, nee, der ist zu alt. Das Grün ist noch perfekt pigmentiert. Das andere hat schon voll gebröselt. Aber das Grün ist wunderschön. Dann gehen wir weiter. Ich habe hier zwei Kiko-Pigmente, einmal in so einem weißen und einmal in rot. Pigmente werden nie schlecht. Dann habe ich von NYX, da habe ich jetzt ganz, ganz viele letztes Jahr bekommen von der Alida, da bin ich auch so dankbar. So ein tolles Kupfer, so ein Bronze. Dann das ist auch eine Teal, das ist so ein Teal, so ein reines Türkis. Grobes Glitzer. Rot, weiß ich nicht, ist das Rot? Rot, pinkes Glitzer. Dann haben wir hier noch ein ganz tolles grünes Gold. Richtig geil. Dann lila mit so Regenbogenreflex drin. Auch sehr schön. Und das ist einfach ein Schwarz mit Silber. Und das finde ich auch mega geil. So. Dann machen wir mal weiter. Da räume ich mal aus hier. Jetzt mal aus, weil es einfach so viele sind, kann man gar nicht sehen. Ich habe hier von den Revolution Pasten, habe ich so viele und ich will jetzt auf jeden Fall Glitzer und so alles trennen, weil ich finde das so schrecklich, ja. Revolution Glitzer in allen Farben, wie ihr seht, Pigmente, Glitzer. Diese Flaschen sind mir übrigens aufgefallen, sind von Kim Kardashian, die hat dieselben, voll geil. Ich finde, die sehen edel aus, die sind super schön. Und diese Glitzerpasten habe ich euch neulich bei einem Haul gezeigt. Die sind auch mega schön. Und die funktionieren extrem gut. Ich habe diese Farbe, wie gesagt, zweimal und die anderen sind auch geil. So. Dann habe ich hier von der My Little Box mal so ein NYX Glitzer Stack bekommen. Das ist auch richtig schön. Dann, ich habe hier eine Eyeshadow Base, Leute, die ist total eingetrocknet von NYX. Die würde ich auch nie wieder kaufen. Da kaufe ich die lieber von Makeup Revolution Pro. Dann habe ich die Make Me Glows. Das sind praktisch so Liquid Eyes. Ja, komm weg. Weil irgendwie benutze ich die überhaupt nicht. Und ich finde, dass die halt nichts tun. Also, wenn ich ein Glow will, nee. Das sind die falschen dafür. Und ich habe einen Vivid Brights, also den liebe ich auch. Den benutze ich so, so gerne als Make-up-Grundlage. Ich hoffe nur, dass der noch gut pigmentiert ist. Oh no, Leute, der ist eingetrocknet. Ich glaube, der ist eingetrocknet. Ja, der ist eingetrocknet, Leute. Den gebe ich weg. Schmeiße ich weg. Der ist eingetrocknet. Also die Vivid Brights sind sehr schön, aber sie trocknen halt unfassbar schnell ein. Ich habe gehört, dass die Anastasia Brow Pomade ja auch so sein sollen. So, mein Gott, meine Hände sehen schon furchtbar aus. Dann habe ich hier einen Totally Me Eyeshadow Top Coat. Sehr, sehr schön. Den habe ich mal für ein paar Cent bekommen. In einem Weiß und einem Silber. Und Crystal Pigments von Rival de Loop. Auch sehr, sehr schön. Und dann habe ich. Na, da räume ich mal hier raus. Dann habe ich hier Essence Glitzer in allen möglichen Farben und Varianten. Sehr, sehr schön. Die haben die jetzt, glaube ich, auch mittlerweile rausgenommen, aber ich fand die trotzdem sehr gut. Das Problem ist bei denen nur, die sind mega grob. Ich würde die nicht aufs Auge verwenden. Außer diese Staub, aber diese Glitzer nicht. Weil das ist echt gefährlich. Also da bin ich nicht so begeistert. Zum Beispiel dieses hier, das hatte ich mal in einem Augentutorial-Make-up da drauf und das ist mir alles in die Augen gegangen. Das ging gar nicht. Also die sind wirklich sehr hübsch, aber ich würde es jetzt nicht recommenden, jetzt ins Auge oder so. Das war meine Schublade sauber. So. Die Eyelights von BH Cosmetics bekommen nochmal eine Chance, weil, Leute, ich zeige euch mal die Swatches. Die sind halt so krass. Ich habe jetzt noch einen coolen Tipp von einer Bekannten gekriegt, dass man einfach bei geschlossenem Auge die Hardcore antrocknen lassen soll. Dann würden die wirklich überhaupt nicht creasen, cracken oder sonst was. Ich versuche einfach mal diesen
Tick nochmal, aber eigentlich kann es doch nicht sein, dass die so schlecht sind, weil die sind wirklich schön. Schaut euch das mal an. Ich habe die in 4 Farben, wirklich Farben, die mich interessieren. Und das ist halt wirklich das sind wirklich die schönsten Farben. Und das ist auch so ein geiles Gelb mit so einem Blaustich. Also die Eyelets von Biatch Cosmetics, wartet ab, bis sie im Angebot sind. Dann habe ich hier verschiedenste Kleber, die tue ich behalten. Ich habe hier eine Eyeshadow Base. Ich weiß gar nicht, ob die noch gut ist. Eyeshadow Base, die ist gut. Das ist so ein, das ist jetzt auch noch mal ein Glitzer Primer. Die sind auch gut, die Primer. Dann ist ein Illuminating Primer. Ja, kann man lassen, geht. Also so Primer werden eigentlich nicht schlecht. Und den, der Color Intensify, den finde ich jetzt am besten. Muss aber sagen, ich zum Beispiel, ich benutze jetzt, also ich werde mir auf jeden Fall die P. Louise kaufen. Das ist praktisch auch so eine Eyeshadow Base, die sehr viele halten. Und das ist ein, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Das sind so metallische Foils. Die gebe ich aber weg, weil das ist zwar eine mega Farbe, aber die Konsistenz ist furchtbar. Und dann ist noch ein Matt Blush, den behalte ich. Der ist nämlich mega schön. Weiß gar nicht, was der hier soll. So, jetzt räumen wir ein bisschen um. Und dann, schaut mal, jetzt kann ich dem Gel dann nämlich ein eigenes Fach geben. Ihr müsst manchmal wirklich nur ein bisschen Ordnung machen, ein bisschen rumschieben. Und dann könnt ihr eigentlich immer sofort sehen, was ihr habt und was nicht. Schaut mal, das passt perfekt. So, und jetzt gehen wir mal durch die ganzen Stifte. Diese werde ich safe behalten. Ich mag Catrice Produkte, nur die Foundations und so. Aber diese Liquid Metals sind der Shit, sage ich. Also das ist ein Produkt, wo ich weiß, das creased bei mir nicht so stark. Schaut mal, wie krass. Einfach heftig, oder? Also die Liquid Metals, da gibt es auch ganz tolle andere Farben von. Da gibt es jetzt zum Beispiel auch dieses mega geile Schwarz. Da sind auch stärkere Glitzerpigmente mit drin. Schaut mal. Den gebt ihr einfach zum Beispiel über einen schwarzen Eyeshadow und wow, guckt mal, richtig schön. Also die liebe ich, die kommen auch in mein Alltagsding, weil ich die einfach mehr benutzen möchte. Dann, ich habe hier einen Bronzer Stick, whatever. Der ist wirklich schön, aber der ist chalky, der zieht Schlieren, der kommt weg. Dann habe ich die Vivid Brights, die bleiben, die kommen aber auch in den Alltagsschublade hoch, weil die sind wirklich geil, um irgendwelche geilen Effektliner zu ziehen. Dann mega, mega gut sind diese Metal Shocks. Die sind leider aus dem Sortiment gegangen. Ich zeige euch mal gerne meine Lieblingsfarbe. Das ist dieses Gold. Also das ist wirklich eine irre schöne Farbe. Ganz, ganz dünne Konsistenz, aber hohe Deckkraft. Wirklich mega, mega toll. Also ihr kommt auch wirklich, a little bit goes a long way sozusagen. Schaut mal, das sieht einfach so toll aus. Und trocknet auch gut an. Dann habe ich hier die Lid Lingeries. Das sind praktisch die NYX-Produkte davon. Bin ich nicht so begeistert von, muss ich euch sagen. Die kommen auch beide weg, weil die haben zwar 6 € gekostet, aber schaut mal, wie kacke die sind. Seht ihr das? Die sind streifig des Todes und ich kriege die auch nicht gerade auf dem Auge. Das ist nix. Dann habe ich hier noch eine Eyeshadow Base von NYX. Die habe ich von der letzten Glowbox, da werde ich wegschmeißen. Ich habe hier ein Make Me Brow, die behalte ich auch nicht, der ist nämlich ausgetrocknet. Dann habe ich ein NYX Glitzer, da muss ich jetzt gucken, ob der noch was ist. Ja, der ist noch was. Schaut mal, das ist dieses in der Mitte. Diese Stifte waren damals super schön, aber die haben die alle rausgenommen. Dann habe ich noch den NYX Glitzer Primer natürlich. Dann habe ich hier einen Pimp My Lips. Das ist von der My Little Box. Den habe ich auch sehr geliebt. Der riecht auch voll gut. Der wird auch hochkommen. Glitter Primer, Blurring Stick. Blurring Stick, das ist auch cool. Den werde ich auch hochnehmen. Und Pigment.
So, meine Lieben, das war jetzt die letzte Schublade. Ich zeige euch gleich praktisch, wie der Tisch jetzt im Allgemeinen aussieht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das ist jetzt der Tisch. Also, ich habe jetzt hier meine Foundations hingestellt. Meine Lippenstifte, die wurden schon alle aussortiert. Da unten ist zum Beispiel jetzt so eine Kiste mit den Produkten, die ich neu testen würde. Da sind jetzt die Augenprodukte hin, die ich gerne am Tag auf den Tisch hätte. Praktisch meine Melteds und so. Da kommt noch ein bisschen hier und da was weg. Hi. Schubladen sind jetzt, wie gesagt, habt ihr gesehen, ausgemistet. Und ich hoffe, dass diese Videos euch wahnsinnig Spaß machen. Und es ist ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr habt einfach so viel weg. Und schaut mal, was ich weg zum Wegschmeißen habe. Ich habe hier wirklich eine ganze Kiste voll mit Tüchern. Am meisten tut mir leid, der Jeffree Star Highlighter, aber das kann man nicht ändern. Meine Lieben, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und bis bald.